Es gibt nur wenige Spiele, mit denen sich die Arbeit eines Historikers oder einer Historikerin nachvollziehen lässt. Nämlich erstens, dass Geschichte eine Erzählung ist und zweitens, dass Geschichte immer derekonstruktiv ist. Und solch ein Spiel ist Die Schattenjäger. In Die Schattenjäger, was ein Point-and-Click-Adventure ist, in sehr klassischem Stil, spielt man einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin in der Bundesrepublik der 1960er Jahre. Und man untersucht den Fall eines möglichen Kriegsverbrechers aus dem Zweiten Weltkrieg, der jetzt ein angesehener Bürger der Bundesrepublik ist. Wie das Spiel funktioniert und was es für den Unterricht kann, werden wir in dem folgenden Video darstellen. Mein Name ist Alexander Preisinger, ich bin Senior Lecturer an der Universität Wien im Bereich der Fachdidaktik Geschichte. Und ich bin Stefan Ankutzer, ich bin Masterstudent in Geschichte und forsche zu Ideologien Videospielen. Die Schattenjäger erschien 2021, in Auftrag gegeben wurde es vom Bilecki-Institut in Berlin. Und es ist, wie gesagt, ein Point-and-Click-Adventure und läuft aus dem Smartphone und im Browser. Allerdings ist es keine Smartphone-optimierte Spielvariante, sondern man muss dann ein bisschen rumscrollen, weil sozusagen der Spielbildschirm über den Smartphone-Bildschirm hinausgeht. Und ich würde sagen, es ist in rund 1 bis 2 Stunden komplett spielbar, je nachdem, wie schnell man liest und auch wie viele Dokumente man anklickt. Historisch gesehen stellt das Spiel dich in die Schuhe eines Staatsanwaltes oder Staatsanwältin. Man ist in der Bundesrepublik der 1960er Jahre. Entnazifizierung ist noch ein großes Wort. Hans Reinfahrt, ein ehemaliger SS-General eines Polizeiregiments, war scheinbar 1944 in Warschau stationiert und hat da Befehle gegeben, auf Zivilisten zu schießen oder sonstige Kriegsverbrechen verübt. Er wurde schon von einem deutschen Gericht vor einigen Jahren entlastet und freigesprochen von jeder Schuld. In der DDR wurden aber auch Prozesse geführt und jetzt neuerdings ein Film gedreht, der diese Person thematisiert in einer sozusagen Propagandareihe der DDR, um zu zeigen, die BRD ist von Nazis oder ehemaligen Nazis unterwandert. Hans Reinfahrt ist jetzt Bürgermeister von Sylt und ist Teil des Landtages von Schleswig-Holstein. Und deswegen gibt es alles Mögliche an politischen Problemen und an Druck, der aufgebaut wird. Es wird die ganze Zeit thematisiert, wie in der Justiz immer noch ehemalige Nazis sind, dass man verschiedene Stufen an Schuld eingebracht hat, damit man halt diese Personen auch wirklich nutzen kann in deren Administration, weil es gab ja Mangel an Personal und es wird halt so diese Problematik aufgearbeitet. Worum geht es historisch? Reinfahrt wird vorgeworfen, als SS-General während des Warschauer Aufstands vom 5. bis zum 7. August 1944 im Stadtteil Wola der Oberbefehlshaber gewesen zu sein und unzählige mit der Militärpolizei unzählige Schussbefehle auf Zivilisten und Kriegsverbrechen verübt zu haben. Zunächst sieht es so aus, als ob ein Mantel des Schweigens sich über diesen Fall ausbreitet. Man bekommt auch ja, mehr oder weniger offen zu verstehen, dass die Untersuchungen nicht gewünscht sind und das erneute Aufrollen des Falles gar nicht dienlich ist. Recht schnell wird aber klar, dass viel mehr hinter der Sache steckt, dass der Freispruch problematisch war und dass es Beweise gibt, dass damals Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren sollen. Das Spiel wird dominiert links oben von der Uhr und de facto hat man wirklich nur 5 Arbeitstage Zeit, um zu entscheiden, ob Reinfahrt anzuklagen ist, ob es wirklich stichhaltige Beweise gibt oder ob er erneut freizusprechen ist. Und jede Aktion im Spiel verbraucht eben Zeit, sodass diese 8 Stunden pro Tag einfach verrinnen. Und also zum Beispiel die Fahrt zum Amt, zum Postamt dauert 1 Stunde und das Gespräch dort dauert wieder 15 Minuten. Das heißt, es ist eine historische Postkorbübung. Man entscheidet sich, was ist wichtig an dem, was ich anklicken kann, was ist nicht wichtig. Und es ist ein bisschen auch gemein, manche Personen sind nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten. Das muss man im Kopf behalten und dann rechtzeitig hinklicken, damit man dann dort ist. Was man so macht, ist, man sammelt mehr und mehr Dokumente. Es sind im Grunde alles Texte,
aber Texte mit, aus unterschiedlichen Quellen. Es gibt Briefe, es gibt Augenzeugenberichte, es gibt Zeitungsartikel, Zeitschriftenartikel. Interviews. Und die alle entwerfen so ein multiperspektivisches Bild auf die Ereignisse damals. Aber eben auf zwei Ebenen, nämlich einerseits sozusagen auf die zeitgenössische Ebene, dass es gar nicht genehm ist, dass man hier recherchiert, und zweitens eben auf die dramatischen Ereignisse 1944 August. Das Spiel zeigt wirklich die Arbeit einer Historikerin oder eines Historikers. Man ist zwar nicht jetzt konkret vom Fach, aber wenn man ein Verbrechen von vor 20 Jahren untersucht, muss man eigentlich dieselben methodischen Schritte, also nach denselben methodischen Schritten vorgehen. Man geht ins Archiv, man vernimmt Zeugen, man geht durch Dokumente und man muss die natürlich auswerten und man muss wählen, welche davon sind es wert, meine Zeit dafür zu verwenden. Das Problem dabei ist aber, dass manche Informationen einfach sehr interessant sind, einfach so als Worldbuilding für dieses Setting, was man hat, einfach in den 1960er Jahren, weil das ist ja eine Ebene der historischen Informationen, die man bekommt. Aber andererseits führt das dann nicht zu einem Gewinn des Spiels, wenn man sich einfach alles durchliest und unkritisch einfach alles durchklickt, weil alles kostet Zeit. Warst du bei dem ersten Durchgang erfolgreich? Ich war nicht erfolgreich. Ich habe im ersten Durchgang einfach stur alles durchgeklickt und gelesen und dann war ich am Ende der 5 Tage mit nur einem Beweisstück da, was nicht gereicht hat. Durch die Arbeit als Historikerin rennt man gegen bestimmte Probleme. Eins davon ist einfach die generelle Problematik, dass man eigentlich diese Arbeit nicht wirklich wertschätzt in der Gesellschaft. Und zweitens, dass einfach die Beweislage, die man vorfindet, eigentlich teilweise genug gewesen wäre, um eine Verurteilung schon zu haben. Dass aber das Problem war, dass viele dieser Beweise aus dem Osten gekommen sind, aus der DDR, aus dem kommunistischen Lager und daher einfach in so einen Lagerkampf quasi einfach als mögliche Propaganda untergegangen sind. Es ist überhaupt interessant, dass durch diesen Film, also eigentlich durch eher eine popkulturelle Verarbeitung dieser Geschehnisse, es wieder zu einer Aufnahme dieses Falles gekommen ist im Westen. Was eigentlich auch ein bisschen was über diese Mentalität von damals sagt, wenn es irgendwie populär ist und vielleicht einfach so eine Masse an Fragen aufwirft in der Gesellschaft, dass man sich darum kümmern muss. Es ist überhaupt fraglich, wenn man den historischen Hintergrund kennt, dass diese Person nicht verurteilt wurde. Genau. Also, selbst wenn man das nur oberflächlich durchliest, dann wird man ja nicht so naiv sein zu glauben, dass ein SS-General, der mit den Ereignissen im August 1944 beschäftigt war, dort schuldlos rausgehen kann. Also das wirkt ja schon auf den ersten Hinblick sehr unglaubwürdig. Genau, dass auch dieser Film, der gedreht wird, soll ja Teil einer Reihe sein von sogenannten Propagandafilmen, die zeigen sollen, dass die BRD von Nazis oder ehemaligen Nazis unterwandert ist. Also dementsprechend werden da einfach viele Perspektiven auf so eine Situation gezeigt und eigentlich wird einem selbst überlassen, wie man das einschätzt, als richtiges Vorgehen oder nicht und inwiefern man dieses Material überhaupt nutzen sollte oder nicht. Die Schattenjäger ist zweifelsohne ein sehr, sehr spannendes Spiel, vor allem weil es ein Browser-Game ist, weil es kostenlos ist, also man kann es wirklich niederschwellig im Unterricht einsetzen. Was man allerdings sagen muss, es bietet 1 bis 2 Stunden kompakte Lesezeit. Und es gibt wirklich viele Texte zu lesen, lange Texte zu lesen, spannende Texte, aber man wird schon erschlagen von dieser Textlastigkeit des Games, weil auch die sehr liebevoll gemachten Dialoge durchaus ihre Länge haben. Das Spiel baut aufgrund der Konstellation, die wir hier erzählt haben, eine Spannung auf. Also mich hat das Spiel durchgezogen. Wie war das bei dir? Auf jeden Fall. Ich war eigentlich vom ersten Moment bin ich dran gesessen und wollte es einfach durchspielen. Also es fühlt sich auch irgendwie realistisch an. Auch spielmechanisch ist es einfach befriedigend. Also man sieht, dass sich etwas entwickelt. Man sieht, wie die einzelnen Dokumente, die man liest, dazu beitragen, dass man mehr von dieser Geschichte versteht. Genau, und zu denen will ich jetzt auch noch kommen. Denn alles, was man liest, wandert in Zusammenfassungen in so ein Tagebuch oder ein Notizbuch eigentlich.
Das heißt, man müsste die Texte gar nicht genau lesen und der Nukleus des Textes steht dann dort in diesen Aufzeichnungen. Was bewirkt, dass sich sozusagen der Fall von selbst löst? Also man braucht sozusagen nur sich durch ausreichend durch die richtigen Dokumente klicken, um dann Hinweis 1, 2 und 3 zu haben. Und dann wäre das Spiel positiv absolviert und man hätte gar nicht viel gelesen. Das ist, einerseits hört sich das jetzt ein bisschen billig an, auf der anderen Seite, bei der Textmenge, die es da gibt, ein richtiges deduktives Spiel zu machen, würde jeden Spieler, jede Spielerin massiv überfordern. Also ich glaube, dass man gut daran tut oder getan hat, das Spiel so zu konzipieren. Auf jeden Fall. Ich glaube aber auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist, sozusagen das Spiel erfolgreich zu beenden, um halt was daraus zu gewinnen. Ja. Wie gesagt, auch viele der Texte, die so irgendwie von nebensächlichen Figuren sind, sind ganz interessant, ja, weil das zeigt so diese unterschiedlichen Biografien während des Krieges. Die Eltern der Archivarin zum Beispiel sind in Dänemark in der Resistance gewesen. Mhm. Und haben Sabotageaktionen durchgeführt und so weiter. Und da sieht man halt auch die verschiedenen Attitüden, die man zu der eigenen Arbeit hat, von der Biografie bedingt quasi. Ja. Also selbst wenn man nur ein paar Minuten spielt, 20 Minuten etwa, könnte man problemlos zur Geschichtskultur, zur Geschichtspolitik sprechen. Man könnte problemlos über Quellen, Quellenkritik sprechen, über Oral History. Ja, wie man ein Oral History Interview quasi führen könnte. Ja, genau. Und ich glaube, dass das Spiel, also selbst wenn man es nur anspielt, ganz viele Aspekte bietet, die auf jeden Fall in die höchsten Kompetenzstufen fallen. Also insofern ein Spiel, das man für die Sekundarstufe 2, sicherlich nicht die Sekundarstufe 1, aber für die 2er, wirklich restlos empfehlen kann.